Strategien gegen Architektur Teil 2. Auf diesem Doppelalbum befinden sich schon bekannte, aber auch unveröffentlichte Titel und Liveaufnahmen aus den Jahren 1985 bis 1990. Eine Platte also, die leicht als selbstzufriedene Best-of-Compilation verstanden werden könnte. Warum sie das nicht ist, was es stattdessen mit dieser Doppel-LP auf sich hat, warum die Neubauten die Hörspiel-LP die Hamlet-Maschine aufgenommen haben und was es über 10 Jahre einstürzende Neubauten sonst noch zu erzählen gibt, erfuhr Markus Albers im Gespräch mit Neubautenchef Blixer Bargeld. Das fällt ja zunächst mal auf, dass die Platte ist in Englisch betitelt. Da diese Platte in Englisch betitelt ist, kann man sich zunächst mal fragen, warum sie in Englisch betitelt ist. Und die Antwort ist ganz einfach, weil sie nicht für den ausländischen Markt ist. Man kann in Deutschland eigentlich davon ausgehen, dass die Platten, die wir in den letzten 5 Jahren gemacht haben, also zwischen 6 Jahren, zwischen 85 und 90, 91, dass die eigentlich alle hier erhältlich gewesen sind. Das kann man aber von der restlichen Welt nicht so unbedingt behaupten. Wir haben es geschafft, diese Platte simultan eigentlich weltweit zu veröffentlichen. Und das meiste von dem Material, was auf dieser Platte drauf ist, ist für die meisten Länder neu. Setzt sich genau genommen aus ungefähr einem Drittel veröffentlichten Material von den regulären Studioalben, aus einem Drittel Live-Material und aus einem Drittel unveröffentlichten Material. Aus den 3 Sachen setzt sich das eigentlich zusammen. Blixer Bargeld ist zufrieden. Ein erfolgreiches Konzert in der Osnabrücker Stadthalle hinter sich, ein gutes Glas Wein in der Hand und die neue Neubautenplatte im Gepäck lehnt er sich in seinem Garderobenstuhl zurück. Er ist Sänger der Gruppe, die selbst Zeitungen wie der Spiegel inzwischen als Edelavantgarde würdigen und als begehrtester deutscher Exportartikel in Sachen Kultur. Die neue Platte der einstürzenden Neubauten, Strategies Against Architecture Part 2, ist ein Fazit der zweiten und bisher letzten Entwicklungsphase der Band. Das ist für uns genau genommen der Schlussstrich über die Periode Some Bizarre. Wir haben den ersten Teil, Strategies Against Architecture Part 1, 1980-1984, haben wir 1985 gemacht. Auch der erste Teil war für den ausländischen Markt eigentlich. Also das ist eine Informationscompilation. Das ist ein Format, was man nicht in dem Sinne beschreiben kann wie Best of. Best of hätte ich was ganz anderes gemacht. In dem Fall ist es eigentlich thematisch geordnet auf der Platte. Es ist ja ein Doppelalbum. Es ist auch sogar eine Doppel-CD, weil es ist über 1,5 Stunden lang. Und das kann man nicht auf eine CD draufkriegen. Und da ist eigentlich ein Querschnitt von Sachen, die wir in diesem Zeitraum gemacht haben, die wir für wichtig und bedeutend fanden, um in Leuten irgendwo in Brasilien ans Herz zu legen. Hört sich Blixer Bargeld selbst seine alten Platten noch an? Es gibt so 2 bis 3 Mal im Jahr eine bestimmte Laune, die ich habe, wo ich nichts anderes hören möchte, außer einstürzende Neubauten. Aber das ist einfach nur 2 bis 3 Mal im Jahr. Und ich erwarte auch eigentlich von niemand anderem, dass er sich das pausenlos anhören soll. Es gibt aber eine bestimmte Laune, in der für mich nichts anderes passt. Zerstöre die Harmonien und du zerstörst die sozialen Strukturen. Blixer Bargeld und seine Mitmusiker zelebrieren seit mehr als 10 Jahren das Chaos. Ein Chaos, das mit der Zeit ganz automatisch Form annahm. Stücke wurden songähnlicher, Schönheit auch im klassischen Verständnis fand Einlass in die Musik der einstürzenden Neubauten. Eine Entwicklung, die sich auch in der Arbeitsweise der Band niederschlug? Sagen wir mal so, das hat sich erweitert. Am Anfang ist es so gewesen, dass Texte, wenn ich darauf eingehe, in erster Linie in der Musik entstanden sind. Und dass danach dann eigentlich erst dazu gekommen ist, dass ich Texte geschrieben habe und dann wir erst Musik dazu entwickelt haben oder Strukturen und dann die Texte weiter verändert wurden, das ist eigentlich erst in der zweiten Hälfte der 80er Jahre dazugekommen. Und wir proben nicht. Wir haben diese paar Stunden Soundcheck jeden Tag, die stattfinden, wenn ein Konzert da ist, und baut die Sachen auf. Macht die sozusagen die Tonprobe, wie das im deutschen Fernsehen heißt, die Tonprobe. Und diese Tonprobe kann mitunter auch 1-2 Stunden dauern. Und das ist eigentlich die einzige Zeit, in der wir proben. In der wir auch proben, indem wir auch neue Arrangements für alte Stücke, sagen wir mal, machen. Wir gehen auch manchmal raus und sagen, bevor wir rausgehen, lass uns mal ein Stück spielen, das soll so und so heißen. Und du fängst das an. Aber das ist nicht mehr Improvisation in dem Sinne, wie eine 60er-Jahre-Band Improvisation verstanden hätte oder wie Improvisation im Jazz gehandhabt wird. Es ist ein ganz anderes Konzept dabei. Wir spielen immer so, als wüssten wir genau, was wir tun.
Dass sie es tatsächlich nicht wissen und auch gar nicht wissen wollen, gehört noch immer zum Konzept der einstürzenden Neubauten. Genauso wie die sehr unterschiedlichen Charaktere der fünf Musiker, die sich erst auf der Bühne zu einer Einheit zusammenfügen. Es ist eine Art Chemie dahinter. Es ist eine Art evolutionäre Chemie, eine psychologische Reaktion dahinter. Wo zum Beispiel auch dafür spricht, dass selten jemand verletzt wird. Also man kann auch mit einem Beil um sich tanzen, ohne dass man einem anderen Gruppenmitglied den Kopf abhackt. War nämlich eine gewisse psychologische Spielweise da ist, die sich jenseits sprachlicher Ausdrucksweisen bewegt. Ein Choreograf, mit dem wir zusammengearbeitet haben, hat Tänzer choreografiert und nach einer Weile waren diese Tänzer so besessen davon, unglaublich gefährliche Sachen zu machen. Dann hat er so eine Ansprache gehalten und gesagt, ihr solltet nicht versuchen, das zu machen, was die Neubauten machen. Die spielen seit 10 Jahren zusammen. Die brauchen sich nicht angucken, um zu wissen, wann irgendjemand irgendwo hinter ihnen jetzt versucht, ein Metallteil in die Richtung zu schmeißen. Die ducken sich von ganz alleine. Eins. Familienalbum. Herr, brich mir das Genick im Sturz von einer Bierbank. Fast parallel mit den Strategies Against Architecture veröffentlichten die einstürzenden Neubauten ein Hörspiel. Sie vertonten die Hamlet-Maschine, ein Stück des Ostberliner Dramaturgen Heiner Müller. In ihm fand Blixer einen Verwandten im Geiste, dessen Art mit der deutschen Sprache umzugehen der seinen sehr ähnlich ist. Beide fassen ihre teilweise brutal direkten Beschreibungen von Welt und Körperlichkeit in eine besonders exakte sprachliche Form. Heiner Müller ist auf der Neubauten-Version seiner Hamlet-Maschine selbst zu hören. Er hat die sogenannten Regieanweisungen, also da der Text ja fürs Theater geschrieben ist, enthält der Text kursiv gedruckte Regieanweisungen. Und diese kursiv gedruckten Regieanweisungen hat Heiner Müller gesprochen. Also die Aufnahme, die Regie, auch dass Heiner Müller die Regieanweisungen spricht, das ist mein Mist. Es war schon ziemlich schwierig, die Druckerei davon zu überzeugen, auf die Platte drauf zu schreiben, Regieanweisungen, Heiner Müller, nicht unter Regie, sondern unter Darsteller. Aber die Hamlet-Maschine war nicht die erste Zusammenarbeit der einstürzenden Neubauten mit Heiner Müller. Ich glaube, das ist das Dritte, was Heiner Müller im Zusammenhang mit Neubauten macht. Zuerst einmal der Untergang des Egoisten Fatzer, hat er Neubauten Musik für genommen. Dann haben wir gemacht Bildbeschreibung. Mit Musik für aufgenommen, auch für Stimme der DDR, also für eine DDR-Radiostation, die es inzwischen nicht mehr gibt. Eine abgewandelte Form von der Musik hat er dann noch für seine Inszenierung von Hamlet-Maschine in Ost-Berlin im Deutschen Theater, diese 8-Stunden-Aufführung, dafür hat er die Musik genommen. Als die Zusammenarbeit Müller-Neubauten begann, hieß es, Blixer Bargeld solle den Hamlet bei einer Ost-Berliner Inszenierung spielen. Was war dran? Das ist ein großartiges Gerücht, aber worum es immer nur ging, ist dieser Hamlet. Hamlet in der Hamlet-Maschine, in der Radioproduktion. Es ging nie um irgendwas anderes. Ohne großartige Sachkenntnis oder so entstehen solche Gerüchte immer. Also selbst bei der Pressekonferenz des Deutschen Theaters zur Hamlet wurden die Schauspieler immer noch mit Fragen konfrontiert, wie, warum ich denn jetzt den Hamlet nicht spiele? Ich bin auch kein Schauspieler. Kann sich das jemand wirklich ernsthaft vorstellen, dass Heiner Müller am Deutschen Theater in Ost-Berlin den Hamlet inszeniert mit dem Berliner Ensemble, also mit Brecht-Schauspielern, mit großartigen Schauspielern und ausgerechnet ich den Hamlet spiele, ja? Das ist idiotisch. Das ist wirklich idiotisch. Gerüchte und Projekte um die einstürzenden Neubauten. Für die Filmmusik zu Robocop 2 waren sie tatsächlich eine Zeit lang im Gespräch. Warum letztlich nichts draus wurde, weiß auch Blixer nicht genau. Angenommen hätte er den Auftrag ganz ohne Skrupel. Ich habe auch die Musik für schlechte Theaterstücke geschrieben. Ich weiß also nicht, wo die Skrupel da anfangen oder wo die Skrupel da aufhören sollen. Die Skrupel sollten ganz woanders da sein. Erzähl doch mal irgendwelchen deutschen Rockmusikern was von Skrupeln. Im Vergleich zu dem, was wir machen. Also die können nicht mal davon reden, dass sie die Musik zu Robocop 2 hätten schreiben können. Die würden aber jederzeit die Musik zum neuen Film von Didi Hallervorden schreiben, wenn sie gefragt werden würden, oder? Wenn das Geld stimmt, übernehmen die einstürzenden Neubauten gern Aufträge. Sie sind mehr denn je eine fleißige Band. Bassist Mark Chung hat mit Freibank eine blühende Verlagsfirma, verwaltet Play It Again Sam Deutschland und managed Bands.
Enno Unruh macht Klanginstallationen, baut Instrumente und verkauft sie. FM Einheit schreibt Theatermusik und spielt unter anderem bei den Rainbirds mit. Alexander Hacke produziert Heavy Metal Bands und greift für Crime and the City Solution in die Seiten. Blixer Bargeld schließlich übernimmt Aufträge für Film- und Theatermusiken und spielt bei Nick Cave's Bad Seeds. Ja, würde ein gigantischer Staubsauger aus dem Kosmos kommen und uns alle plötzlich hinaussaugen, würde wahrscheinlich die deutsche Szene einfach austrocknen. Naja, mit der deutschen Szene hat Blixer Bargeld eh so seine Schwierigkeiten. Es gibt bestimmt deutsche Bands, die ich mache. Ich glaube, die sitzen in irgendwelchen Kellern, in irgendwelchen schönen, feuchten, schimmligen Kellern und spielen wunderschöne Musik. Und sie weigern sich aufzutreten. Sie spielen nie vor Publikum. Die einstützenden Neubauten selbst haben inzwischen eine so große Fangemeinde wie nie zuvor. Blixers Einfluss als Weltbildkorrektor für Teenager nimmt langsam Ausmaße an, die ihn selbst verblüffen. Weißt du, sie haben nicht Maschine in der Bravo zur Platte der Woche gewählt haben? Keiner weiß warum, aber in der Bravo haben sie die Hamlet-Maschine zur Platte der Woche gewählt. Soweit Markus Albers im Gespräch mit Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten.